So, es kann weitergehen. Was ist denn hier geschehen? Ja, natürlich wurde der Turm jetzt auf B8 geschlagen. Turm B8 schlägt. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ja, das ist eigentlich so hoffnungslos. Läufer D7. Das Problem ist ja auch, dass jetzt noch Freibauern dazukommen. Wenn wir es mal ganz knallhart sehen, könnte Schwarz sogar. Was hat er das gezogen hier? Läufer D7. Ah, E4. Wenn man es ganz knallhart sehen könnte, ist Schwarz sogar hier den Turm hier hochziehen, sich den Luxus erlauben. Einfach den Turm geben. Dann Läufer reicht so locker. Dann lässt er schon die Freibauern laufen, greift die Bauern an. Die fallen dann auch alle. Das ist so easy peasy gewonnen. Die weißen Bauern auf der Seite, die machen das schon. Das macht man manchmal in Partien. E4 Läufer, die. Ach, ich habe den Zug noch gar nicht übertragen. Das macht man manchmal in Blitzpartien. Man leitet damit in einfachere gewonnene Endspiele ab. Das heißt, zum Beispiel, man hat Qualität, man hat eine komplizierte Stellung. Dann macht man schon mal, dass man die Qualität opfert, um dann irgendwie einen Bauern zu gewinnen oder so, oder zwei Bauern, dass das dann einfacher zu gewinnen ist, statt sie das kompliziert zu machen. König D6, was er. König E7, D6, König E7, D6, König E7, D6. Turm B7. Läufer nach E8. Oh, jetzt will er den Läufer nicht geben. Übertragen Sie dem bitte den Zug. Meine Güte, ziehen Sie mal ein bisschen schneller, sich den Tod auf Gewinn. Den ganzen Turm her fängt ja an, die Rechenoperation zu machen. Jetzt hat er was gezogen. König, Turm G7. Da fällt schon der nächste Bauer. Nein, Turm, 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 Turm. Ja, das. Ja, gut, kann er noch decken, den Bauern. G5, achso, G, konnte er nicht decken. G, G5, G4. Er hat den Zug schon gemacht gehabt. Er hofft jetzt, ihn decken zu können. Er überlegt es erstmal wieder stundenlang, statt einfach den Bauern zu schlagen. Alleine schon, Turm schlägt. Alleine schon meinetwegen nach A3, wenn er jetzt genommen hätte, die Qualität gefallen wäre hier. Und A3, die sind doch alle Opfer. Dann zieht er hier den Freibauern hinter mit H4 nach vorne gepusht. König wäre rüber marschiert und die Bauern wären alle gefallen. König E5. Naja, er meint, das bringt noch was. Würde mal sagen, man kann jedoch eigentlich erkennen, dass Weiß total tot auf Gewinn steht. Das sind andere Endspieltypen, kompliziertere Endspiele, die da noch.
verloren wurden oder Remis gespielt wurden oder so. Ich mag hier nicht dran glauben, dass dann sich noch irgendwas tut. Mich würde mal interessieren, ob die Homecomputer-Programme, ob die wohl schon besser gespielt haben. Das würde mich mal interessieren. Also, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Hab ich den so noch nicht übertragen? Doch, habe ich doch. Meine Güte. Ich finde den Zug nicht. Ach, König E5 F6. Meine Güte. Auf der Seite des Schwarzspielen ist einfach nur ein sinnloser Zug erschienen. Turmschach. Ah, da gibt es erstmal die Check an Check. Meine Güte. Kommt das Nummerngirl wieder auf der Schrifttafel Chess hoch. Tschüss. Check. König E5. Ja, und jetzt sieht der Freibauer vor. Der König ist abgeschnitten, kann also nicht mal an den Bauern ran. Ach, den muss ich nur übertragen. Lololololololol. Läufer D7. Wenn der Läufer fallen wird, dann spätestens dann schätze ich die Partie ab und sage, Weiß hat gewonnen. Das wäre ja Quatsch, das dann noch weiter zu spielen. Meine Güte, ich bin aber kein. Nicht. Ach so, jetzt H6. Der hat nur so lange überlegt. Wollte schon sagen, ich bin aber nicht gut da drin, die Züge zu übertragen. Wenigstens sind die Zugangaben gleich. Also auf beiden habe ich gestellt Cursor-Tasten A. Das heißt, wenn ich A drücke, dann hebe ich eine Figur an und wenn ich A drücke, setze ich die Figur ab. Das ist auf beiden Geräten gleich, sodass ich nicht dauernd umdenken muss. Ja, er sieht keine andere Chance vor den Bauern zu blockieren. Hiermit schätze ich die Partie ab als gewonnen für Chessmaster. Er hat nämlich gezogen. Ach, das seht ihr ja schon. Läufer F5. Turm schlägt. Ich weiß ja nicht, worüber Chessmaster hier noch lange überlegt. Machen sie doch hin. Zack, Schach. Ups, übertragen Sie doch den Zug, Kalibowski, übertragen Sie den Zug, sind Sie denn drunken? Was haben Sie denn, das war doch nur eine Flasche Bier und zwei Flaschen Wodka. König nach D6. Ja, check. Check again. Ich würde jetzt wohl das Turmschach geben. Dem Sinn, wenn er hier reinzieht, dann ist er hier matt. Der Sinn ist natürlich nicht, bin ich matt zu setzen, sondern wenn er dann rauszieht. Ja, was soll dann der Sinn sein? Man kann ihn auch gleich den Bauern vorziehen. H7. Ja, rennt jetzt einfach mit dem Bauern durch. Keiner kann ihn stoppen. Das Grauen vom Brett. Ich komme immer aus Versehen auf die linke Shift-Taste. So nicht richtig hingucken bei der Tastatur hier. A3. Ja, gut, eigentlich hat der gar keinen Zug mehr Sinn. Ich schätze mal, der Gegner vom letzten Mal gegen der Chessmaster 10 Edition, der wird hier wohl schon matt ansagen. Der hat ja schon in der Partie gegen
gegen Purchase. Matt in 17 angesagt. War da eine andere Seite, Mann, meine Güte. Was da schon für Hammerpartien dabei waren. Wenn man schon sieht, wie man sich nicht geschifft. A Queen. Ich glaube, die heutigen Computer, wenn du gegen die spielst, die hauen dir auch locker mal ein 20-zügiges Matt um die Ohren. Deswegen hatte mich auch das auch gewundert. Ich war ja zu doof bei der Schachaufgabe, das Matt zu finden. Vielleicht hast du dir das Video angesehen. Das zweizügige Matt. Ich gebe zu, ich war zu, hallo, zu dumm. Was ist denn da passiert? Ach, Dame H7 Schach ist passiert. Dann habe ich mir das mit dem. Dem Fritz angesehen. Dame H7 Schach, kann das sein? Dem Fritz angesehen, und der Fritz wollte aber immer Matt in drei Zügen machen. Deswegen. Ich will auch ehrlich sein, ich war viel zu faul, mir die Stellung anzusehen. Ich habe mir die Stellung gar nicht angesehen. Ich habe mir die zwar angesehen, aber ich habe kein Matt gefunden und habe mich da auch hier stundenlang hingesetzt. König nach D6. Turmschach. Und auf jeden Fall wollte König E5. Ja, ist Schach. Wir haben es erkannt. Checkmate. Black is checkmated. Start to continue. Das war der Turmzug. So, die Schmach will ich hier eben auch ihr geben. Deng, 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 deng. Checkmate. Ja, ich muss wohl auf dem Chessmaster die Stufe erhöhen. Von Stufe 6. Ja, ist das schön. Check, checkmate. Check, check. Ach, Enter muss ich hier drücken. Check, check, made it. Du, 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 du. Ich gehe mal von Level 5 auf Level 6. Ah. Dann gehe ich mal auf New Game. Vielleicht hätte ich noch die Seiten tauschen sollen. Das war jetzt Chessmaster gegen ihn. Also Chessmaster hatte Weiß. Enter. Ah, da steht es ja, Opponents. Sega Human. Ich werde aber erst auf New Game gehen, wenn das nächste Video gleich beginnt. Auf der anderen Seite muss ich jetzt wieder im Start ist Enter. Begin New Game. Jetzt hat ja der das Schachprogramm von Mega Drive Weiß. Ich verabschiede mich dann schon mal. Sag bis zur nächsten Partie. Dort dann Chess mit Level 6. Wenn es daran so wirklich gelegen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Chess Engine einfach schwächer ist. Ach, ich wollte ja immer kurz was nachgucken. Was hier war der? Ob sie Info gibt. Begin. Change Autoplay. Self-made. Self-formate. Deep Thinking, Opening Book, Teaching Mode, Board Coordinates, Board White, Chess Set Black, but in one. Play, hä? Ne, das steht hier nicht. Da muss ich mich mal im Internet kundig machen, was das hier auf sich hat. Ob das auch Johann die König ist. Normalerweise ist da der Hauptprogrammierer von allen Chessmaster-Teilen Johann die König. Ich muss aber nachgucken, ob das hier auch schon der Fall war. So, ich bedanke mich mal fürs Schauen des Videos. Und mal gucken, was die zweite Partie gibt. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht 20 Partien spielen lassen, habe ich jetzt auch nicht den Nerv drauf. Ciao, ciao.